Ja, Leute, Sixpack, richtig trainieren. Wie machen wir das? Natürlich nicht mit Bier. Aber, und das ist ganz, ganz besonders, denn natürlich wissen wir alle, dass wir so viel Bauchtraining trainieren oder so viel Bauchmuskeln trainieren können, wie wir wollen, wenn wir nicht auf unsere Ernährung achten und zumindest auf unsere Kalorienzufuhr und auf viele andere Sachen, die wir uns zufügen, um einfach auch abzunehmen. Denn wir haben die Muskulatur und wir haben über der Muskulatur eine Fettschicht. Die haben wir alle, manche mehr, manche weniger. Und diese Fettschicht zeigt natürlich Sixpack oder zeigt es nicht. Aber wenn ihr Bauchmuskel trainieren wollt, dann müsst ihr auf folgende Dinge achten. Ich bin ja sowieso ein Fan von schrägen Bauchmuskeln. Also alles, was in der Rotation irgendwie ist, und nicht nur gerade Bauchmuskeln, weil die meisten legen sich auf den Rücken, stellen ihre Beine an und dann kommt das hier. Und das ist nicht euer Bauchmuskel. Das macht ein anderer Muskel, das erzähle ich euch gleich. Aber wichtig ist, dass wir hier in diesem Bereich, also zwischen Zwerchfell und Schambein, eine Vorspannung hinkriegen. Das heißt, die Lendenwirbelsäule an den Boden drücken und dann diesen Moment nutzen, hier hochzukommen. Denn wenn ihr ganz hoch kommt, habt ihr spätestens ab diesem Bereich euren Hüftbeuger mit drin. Und dann wundern sich immer alle, nach Bauchmuskeltraining habe ich immer so Rückenschmerzen. Ja, weil dieser Hüftbeuger nämlich an die Lendenwirbelsäule ansetzt. Und das wollen wir nicht. Deshalb nur diesen Bereich trainieren. Und was ich unglaublich sinnvoll finde, ist für die schräge Bauchmuskulatur immer wieder dieser schöne Käfer auf dem Rücken, diagonal. Oder was ich auch sehr schick finde, weil der schräge Bauchmuskel vom unteren Rippenbogen zum Schambein hier runterzieht und sich hier in dem Bereich zusammenzieht. Eine Hand am Hinterhaupt, Kinn zum Kehlkopf, beide Beine hoch und dann hier hingehen. Aufdrehen, es entfernt sich und hier reindrehen und es zieht sich zusammen. Und dann macht auch es nur Sinn, wenn man beides kombiniert, um einfach eine gute Struktur für einen Bauch zu schaffen. Ja, warum bin ich so ein Fan von schrägen Bauchmuskelübungen oder Übungen für den Bauchmuskel in Rotationsebenen? Ja, es sind ja immer Rotationsebenen, weil wir von der Geburt an ausgelegt sind. Und wer Säuglinge zu Hause hat oder hatte und Kinder hat, der wird wissen, wenn sich ein Kind auf dem Rücken und noch nicht dreht, wird es die ganze Zeit in der Rotation Übung machen. Alle Bewegungen werden in der Rotation bei Säuglingen ausgeführt. Selbst wenn sie irgendwann in Bauchlage liegen, rotieren sie sich und greifen irgendwo hin. Und genau das müssten wir eigentlich oder sollten wir in unseren Übungen mit übernehmen. Beschäftigt euch mal mit dem Thema, denn probiert mal in diesen Bauchmuskelübungen, auch bei Rückenübungen, wie ihr gerade gesehen habt, also schräge nach oben greifen, ist unglaublich anstrengend, aber super effektiv für Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur. In diesem Sinne, ich kümmere mich jetzt mal um mein Sixpack.